Janine Röpke und Tanja Bräutigam. Sie sind ausgebrannt und leer, wollen immer weitermachen, für ihre Kinder da sein, nie aufgeben. Am Tag des Zusammenbruchs war eben dieser Wille ausgelöscht. Ich bin immer wieder in Tränen ausgebrochen, musste mich übergeben und bin dann irgendwie weinend auf dem Badezimmerboden zusammengesackt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich gehe hier drauf. Das kann's nicht sein. Janine Röpke mit ihrem 7-jährigen Sohn Luis. Die beiden haben eine ganz enge Bindung zueinander. Denn die junge Mutter hat das Kind jahrelang allein großgezogen, bis sie plötzlich nicht mehr konnte. Ich wollte diesen Alltag nicht mehr haben, diese Belastung. Ich war sogar gedanklich dabei, mich einweisen zu lassen. Janine Röpke wurde von ihrer Mutter allein erzogen. Sie wusste, was auf sie zukommt, als sie mit 21 ungewollt schwanger wird. Sie hatte gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin begonnen, lebte noch bei ihrer Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Tag und Nacht renovierte sie an der neuen Wohnung für sich und ihr Kind, musste für das Geld bis zum Geburtstermin arbeiten gehen. Ja, mein größter Wunsch war immer, oder das Wichtigste, was ich damals wollte, war, ein schönes Zuhause für mich und mein Kind zu schaffen. Als Luis 1,5 Jahre ist, bringt sie ihn in die Kita, denn sie will ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin abschließen. Für die junge Mutter bedeutet das oft einen 16-Stunden-Tag. Nach Schulschluss dann mich wieder im Bus gesetzt, mein Kind abgeholt von der Kita und habe dann irgendwie noch versucht, die restliche Zeit des Tages irgendwie sinnvoll mit ihnen zu nutzen. Das heißt, irgendwie zum Spielplatz zu fahren. Dann musste man ja auch schon wieder nach Hause, Armut machen, Bahn, Bett fertig machen, ins Bett bringen. Und wenn er im Bett war, war dann für mich die Hausaufgabenzeit oder die Zeit, wo man dann irgendwie Dinge für die Schule ausarbeiten musste. Also es gab irgendwie nie einen Moment der Ruhe. Schon von ihrer Mutter hat sie gelernt, dass man ein Kind allein erziehen kann. Aufgeben war nie eine Option. 4,5 Jahre hält sie durch, kümmert sich allein um Luis. Dann hat sie eine feste Beziehung und die Situation entspannt sich erstmal. Doch als nach einem Jahr die Partnerschaft zerbricht, verliert die junge Mutter den Boden unter den Füßen. Schläft kaum noch, wird von Ängsten geplagt und kann nichts mehr essen. Innerhalb von 2 Monaten verliert sie 14 Kilo an Gewicht. Ich habe mich so gehasst. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe in meinem Leben versagt. Ich kann nicht mehr richtig für mein Kind da sein. Mein Haushalt liegt irgendwie flach, ist eine Katastrophe. Mein Mann ist abgehauen von mir. Ich bin es anscheinend irgendwie einfach nicht wert. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich kriege hier irgendwie gerade gar nichts mehr auf die Reihe. Ich versage. Trotz zunehmender körperlicher Beschwerden funktioniert sie weiter. Sie will vor allem ihrem Kind nicht zeigen, wie schlecht es ihr geht, hält die Fassade aufrecht. Bis ich dann eines Morgens gemerkt habe, es geht gar nichts mehr. Ich wollte zur Arbeit, ich bin aufgestanden und wollte mich fertig machen. Ich stand im Bad und stand vorm Spiegel und habe versucht, mich zu schminken und bin immer wieder dabei in Tränen ausgebrochen und habe mich dann wieder abgeschminkt, mich wieder versucht zu schminken und bin immer wieder in Tränen ausgebrochen, musste mich übergeben und bin dann irgendwie weinend auf dem Badezimmerboden zusammengesackt. Sie geht zu ihrem Hausarzt. Der Internist Dr. Ingo Köhler erkennt sofort, dass die junge Frau Hilfe braucht. Denn die Diagnose ist eindeutig. Also das hat man an dem Gesichtsausdruck gesehen. Typischer Eindruck eines psychisch erschöpften Menschen, der die täglichen Stresssituationen nicht mehr bewältigen kann, nicht mehr ertragen kann. Janine Röpke bekommt ein Beruhigungsmittel und wird zum Psychologen überwiesen. Doch da bekommt sie keinen Platz. 3 Monate Wartezeit, wird ihr gesagt. Auch sie erlitt vor 4 Jahren einen Nervenzusammenbruch. Tanja Bräutigam, Mutter von 2 Kindern, war depressiv und hatte Burnout. Sie ging in eine Fachklinik. 5 Wochen ohne ihre Kinder. Ich hatte
ja, unglaublich viel abgenommen durch die psychischen Krankheiten, kaum mehr gegessen, wenig geschlafen, und so Basics wie Schlaf und Essen regelmäßig wieder zu mir zu nehmen, waren einfach unglaublich hilfreich in dem Augenblick für mich. Tanja Bräutigam spielte jahrelang in der zweiten Bundesliga Handball, machte Karriere im Sportbusiness. Leistungsorientiert ist sie groß geworden. Aufgeben gab es für sie nie. Als sie dann zwei Kinder bekommt, ist es selbstverständlich, dass sie nicht arbeiten geht und sich um die Erziehung der beiden kümmert. Es ist so ein Muster von mir, eben zu jeder Zeit alles zu geben. Und das scheine ich dann in die Mama-Rolle mit zu übertragen, indem ich da auch alles richtig und gut und das rund um die Uhr machen wollte. Weil ihr Mann beruflich wochenlang viel unterwegs ist, fühlt sie sich zunehmend allein verantwortlich für ihre Kinder. Besonders die Nächte werden zum Albtraum. Sie schläft zwei Jahre lang nicht mehr durch. Ich habe mich um 8 Uhr, 9 Uhr mit denen ins Bett gelegt, bin bei denen eingeschlafen. Und dann meistens so gegen 2 Uhr mit Herzrasen hochgeschreckt. Und dann eben erst mal 2 Stunden mit Herzrasen wach gewesen. Also dann war nicht mehr an Schlaf zu denken. Tanja Bräutigam verändert sich, wird zunehmend dünnhäutiger, macht weiter und versucht stark zu sein. Anmerken lassen will sie sich nichts. Man möchte für seine Kinder vorleben, dass das Leben schön und gut ist. Und nicht, dass das Leben anstrengend und schwer ist. Für die Psychotherapeutin Susanne Gubitz ist das ein ganz normales Verhalten von Müttern mit gravierenden Folgen. Diese Gefühle wollen irgendwo hin. Die müssen auch irgendwo hin. Und die eine Möglichkeit ist, dass es plötzlich doch zu einer Explosion kommt. Irgendwann kriegt es irgendjemand am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt ab. Die zweite Möglichkeit ist, das Geschluckte, diese geschluckte negative Energie, nehme ich mal, geht gegen den Körper. Jahrelang hält sie durch. Obwohl ihr schon das Aufstehen zunehmend schwerer fällt, will sie weitermachen. Am Tag des Zusammenbruchs war eben dieser Wille ausgelöscht. Das hat sich bemerkbar in einer Panikattacke gemacht, dass ich eben im Auto, was ich tagsüber sonst nicht hatte, eine Panikattacke bekommen habe vor meinen Kindern und dann weinend zusammengebrochen bin. Und in dem Augenblick konnte ich und wollte ich mich nicht mehr kümmern. Tanja Bräutigam musste in eine Klinik, ohne ihre Kinder. Das war hart für sie. Seine Kinder 5 Wochen alleine zu lassen, schuldig. Ne? Also schuldig habe ich mich da schon gefühlt. Zumal in unserem Familienkomplex eben mein Mann ja schon so viel beruflich weg war, sodass diese feste Konstante, nämlich Mama, die immer zu Hause ist, plötzlich komplett für meine Kinder weggefallen ist. Und da haben die schon drunter gelitten. Janine Röpkes Zusammenbruch ist jetzt 2 Jahre her. Ihr Burnout ist nicht behandelt worden. Sie hat geheiratet und ein weiteres Kind bekommen. Ihr Traum von der eigenen Familie ist in Erfüllung gegangen. Das gibt ihr Halt. Tanja Bräutigam hat über ihren Kuraufenthalt ein Buch geschrieben. Damit möchte sie Müttern Mut machen, sich wichtig zu nehmen und an die Menschen appellieren, endlich umzudenken. Es ist einfach Zeit, das Idealbild einer Mama mal aufzubrechen und mal zu zeigen, dass das, ja, der Perfektionismus uns nicht weiterbringt.